Tja, die letzte Aufnahme habe ich beendet mit den Worten gruselige Musik, gefolgt von einem Speicherbildschirm. Und das kann ich jetzt ergänzen, und zwar gefolgt von einem Absturz. Cool, oder? Ja, ich weiß, geht so. Hatte schon bessere Nachrichten. Aber okay, 51 Minuten hat es beim letzten Mal gehoben. Ah, okay. Ich dachte gerade, wieso war ich hier schon? Wieso bin ich auf dem Rückweg? Aber das scheint okay zu sein. Wo seid ihr auch? Sag mal, wie die treffen. Die Arsch. Echt. Glaubt dir doch keiner. Cheater. Immer diese NPC-Cheater. Aber nicht gesund, Mädel. Komm, bleib stehen. Soll's stehen bleiben. Boah. Mit dem Speer in den Kopf, das tut gut. Was ist denn das da eigentlich? Ach, Raketensperre, cool. Och nö, jetzt wird da draußen Jump and Run oder was? Was ich mir gerne noch angeguckt hätte, aber vorher speichere ich natürlich. War das ein Fallensperr, mit der ich die gerade erwischt habe? Das da würde ich mir gerne noch angucken. Aber nicht ohne zu speichern, versteht sich. So. Also das ist offensichtlich das, was die Houdini-Splicer in TUS haben. Ich dachte, das teleportiert uns jetzt irgendwo hin. Aber okay. So, hier ist irgendwo eine Überwachungskamera. Muss hier ein bisschen aufpassen. Wo ist denn die? Die ist da hinten irgendwo. Ach, guckt mal, da hinten kann man irgendwas hacken. Hacken erfolgreich. Ah, jetzt ist der Strom aus. Ja, wie praktisch. Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Das ist natürlich schon irgendwie grausam. Heißt. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Ach, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, echt. Du regst mich auf. Eigentlich ganz lustig. Wir sind auf die Mission. Wir sind auf die Strecke. Wir sind Rente. Wir sind Rente storniert. Ich
Man könnte sagen, er ist vor Wut geplatzt. Ha! Ja. Hallo? Nö, nö. Und jetzt ratet mal, warum ich meinen letzten Satz nicht richtig beendet habe. Ja, richtig, es ist abgestürzt. Oh. Du überlebst. Das war doch schön. Das führt mich doch irgendwo hin, oder? Komm aus deinem Versteck, du Dieb. Irgendwo führt mich das Ding hin. Was seid ihr denn? Ihr wisst, wie absturzfreudig das gerade ist. Seht es mir nach. So, und wir haben einen neuen Sicherheitsbot. Hört auf den schönen Namen Kyle. Was zum Teufel? Neues Tonikum, Verkaufsexperte 2. Mit Verkaufsexperte 2 bekommst du noch viel mehr für dein Geld. Genieße die größten Rabatte an allen Verkaufsautomaten in Rapture. Das haben wir, glaube ich, sogar, gell? Ja, tatsächlich. Ist ja traumhaft. Wow. Keine Ahnung, was da gerade genau passiert ist. Der Tyrann hat keine Familie, keine Freunde, kein Heimatland. Moment, Lamp. Lass mich erst einkaufen, dann darfst du weiter faseln. Schwere Nieten. Oh. Ausverkauft. Bedauerlich. Nur Sklaven, die er an sich kettet. Seine Mitmenschen fragt er nur, welchen Nutzen bringst du? Diejenigen, die ihn lieben, sind seine Untertanen. Denn der Tyrann akzeptiert nur Bewunderung oder Angst. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir ganz am Anfang von dem Kapitel. Hallo, Kyle. Ja, genau, wie kommen wir eigentlich... Jetzt können wir natürlich hier rein.
Magnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Öffne das Plasmidlabor. Wir haben Elite, Sicherheitsbots. Mathieu. Ja, feini, dann gehen wir aber erst kurz an die wunderschöne hier Dingens Waffen-Upgrade Station. Soll ich den Rückstoß verringern? Ladestreifengröße für Nietenpistole. Ja, komm. Nehmen wir das. So, gut. Na dann. Siehst du schon was, Mathieu? Oh, das ist Kyle, oder? Das ist gar nicht Mathieu. Oh, das ist aber schön, der Rückstoßverringerer. Der ist richtig schön. Hi, Kyle. Oh, soll ich dich mal kurz reparieren? Komm mal her. Komm mal her. So. Wo ist eigentlich Mathieu? Ah, da ist Mathieu. Und sagt mir jetzt nicht, ich übertreib's mit dem Speichern. Oh, fuck. Ah, ich häng fest. Falsche Munition, so jetzt. Ach, komm jetzt. Das klingt nicht gut, was da passiert. Das ist das Plasmidlabor. Ich dachte doch schon, das kann fast nicht sein, dass es hier nicht weitergeht. Ich habe es schon. Meins? Gut, was ist denn jetzt eigentlich mit Mathieu und Kyle passiert? Ich hoffe, nichts. Was? Schön.